Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Shovel Knight. Im letzten Part haben wir King Knight besiegt und wir haben uns dann auch gleich an die Stage von Spectre Knight gewagt. Also ganz, ganz viele Knights, die wir hier verprügeln müssen. Und dann machen wir jetzt am besten auch gleich weiter. Das Secret da unten haben wir beim letzten Mal am Ende des Parts noch erkundet. Deswegen können wir dann gleich mit dem richtigen Weg weitermachen, der sich hier oben befindet. Alles Lächeln. Das ist wieder so ein komisches Grab, da kommt aber diesmal kein Geist raus, okay. Sondern da links oben bin ich auf jeden Fall hin. Und okay, ich glaube, da muss ich jetzt schon diese, genau, da muss ich jetzt schon diese Technik anwenden, die ich auch schon beim letzten Mal herausgefunden habe. Und zwar, dass ich den hier zweimal schlage und den einmal und dann hier sowas mache. Hui, und dann bin ich nämlich hier oben. Alles klar. Oh ne, aber es ist wieder dunkel. Das haben wir beim letzten Mal auch schon gesehen, dass es hier zwischendrin dunkel werden kann, man da nichts mehr sieht. Ja, da hinten ist eine Musiknote, okay, was sehr, sehr nervig ist. Weil halt die Gegner und auch Shovel Knight selbst dann genauso aussehen wie der Hintergrund und ich dann keine Ahnung mehr habe, wo ich eigentlich bin. Und vor allem, wenn hier Schluchten sind, ist es sehr fies. Okay, so, die haben wir. Jetzt müssen wir ein bisschen auf den Geist aufpassen. Geh mal weg da. Okay, wo bin ich? Wo bin ich? Oh Gott. Das war jetzt knapp. Jetzt bin ich auch gerade voll im Dunkeln gesprungen. Ich will am besten dann springen, wenn es hell ist, war halbwegs. Okay, gut, und rüber da. Puh, aber das ist sehr, sehr fies, wenn es da wirklich so komplett dunkel ist und man gar nichts mehr erkennen kann. Das ist dann echt nicht einfach. Also ich muss wirklich schon zugeben, dass jetzt hier in den ersten drei Leveln das Spiel echt schon nicht so easy ist, auf jeden Fall. So, was ist das jetzt hier? Komme ich hier durch? Nee. Achso, okay, alles klar, okay. Ja, wir sind... Oh, habe ich ihn zerdrückt? Okay. Wir sind gemeinsam zu schwer, weswegen das Ding dann absinkt und ins Wasser sollte ich ja nicht fallen. Wahrscheinlich. Und sein Kopf bleibt noch da, kann ich ihn zerstören? Nee, gar nicht. Echt jetzt? Okay, mit Feuerbällen? Zack, nee, auch nicht. Okay. Der bleibt einfach noch da und ist noch ein zusätzliches Gewicht für mich. Okay, na gut. So, aber da will ich auf jeden Fall dann gleich wieder angeln. Weil, kann ich eigentlich auch von hier oben angeln? Ja, dann mache ich es halt auch von hier unten. So, kurz die Angel und zack. Was finde ich denn da Schönes? Wir gucken mal. Yay, wieder ein Abfisch, okay. Warte, hüte deinen Gabelritter. Ich habe Geschenke vom Abfischkönig dabei. Ach, aber du kannst nicht noch mehr tragen. Komm wieder zu mir, wenn du einen Kelch übrig hast. Okay, da wäre es dann so ein Goldfisch lieber gewesen. Aber es bleibt immerhin hier glitzern. Also ich kann mir das dann später wirklich nochmal neu holen, wenn ich will. Aber einen Trank brauche ich gerade nicht, deswegen das passt alles, okay. So, hier, achso, der geht jetzt, warum gehst du jetzt nach oben? Keine Ahnung. Okay, der geht nach, ja, geht nach oben. Dann, ja gut, ich meine, gerade eben ist er stehen geblieben, obwohl gerade eben auch nur das Ding drauf war. Ach, keine Ahnung. So, da oben sind Stacheln. Und da ist jetzt dieser blöde Frosch im Weg. Okay, ja, das ist fies, weil der zwischendrin immer wieder springt. Aber ich sollte die Stacheln wahrscheinlich eher weniger berühren. Deswegen bin ich mal hier ganz vorsichtig. So. Oh Gott, immer wieder zwischendrin schön springen, dass ich dann nicht in die Stacheln da oben reingetragen werde. Ja, ist gar nicht so einfach auf jeden Fall. Ich lass mal kurz das Ding ganz nach oben fahren, ob ich dann irgendwas sehen kann. Ne, okay, gut, dann gehen wir einfach weiter, würde ich sagen. So, und nein, oh ne, es wird wieder dunkel. Das ist doof, wenn ich nichts sehen kann. Das gefällt mir wirklich gar nicht. Da hinten ist ein Gegner, aber das werde ich, glaube ich, hinkriegen. Ich mache mal wieder am besten kurz Feuerball übrigens. Ich schieße mal einfach. Zack! Sehr schön, du bist tot. Wunderbar. Okay. Und vor allem, wenn es hier dunkel ist, dann immer die Wände zu überprüfen, ist auch nicht einfach, weil ich halt dann gar nicht sehen kann, wo ich eventuell durch könnte und wo nicht. Aber hier will ich jetzt auf jeden Fall einfach immer meine Schaufel schön einsetzen, um dann hier mir einen Weg durchzugraben. Sehr schön, okay. Gut, dann geht ansonsten, glaube ich, nichts mehr, deswegen gehen wir am besten gleich weiter. Und ja, jetzt machen sie das die ganze Zeit offenbar, dass hier immer totales Gewitter ist und ich deswegen gar nichts mehr sehen kann. Ist echt fies. So, und was ist jetzt hier unten? Da kann ich doch bestimmt rein hier in die Ecke, oder? Warte mal kurz. Nee, hier. Nee, also ich soll da wahrscheinlich da nach unten. Aber, ja, was hat denn das da rechts überhaupt für einen Sinn? Achso, das ist cool, ich weiß, was für einen Sinn hat. Ich brauche nämlich diesmal diesen Schädel hier. Weil nur mit dem gemeinsam bin ich schwer genug, dass ich hier das nach links nach unten sinken lassen kann, genau. Und nur dann komme ich nämlich hier an die... Und nur dann komme ich nämlich hier an diesen Ort überhaupt hin. Jetzt habe ich mich hier einsperren lassen. Ich wollte jetzt noch gucken, ob da links unten noch irgendwas war. Wirkt aber eigentlich nicht so. Ich glaube mal nicht. Wird schon passen, hoffe ich mal. Was ist das? Also so ein Ding zum Ausgaben. Okay. Mehr Geld. Soll ich hier nach unten? Hui. Und wir können nach unten fallen. Cool. Ja, oh Gott. Wir landen direkt neben zwei Gegnern. Ich will übrigens da nach links mit dir gemeinsam. Fällt mir gerade auf. Weil ich will erstmal das Ding haben hier. Und dann will ich mit dir nach links. Zack. Okay. Sehr schön. Was finde ich denn hier? Das ist jetzt nicht der richtige Weg, oder? Das sieht nach Bonus aus. Weil ich meine, da rechts komme ich ja jederzeit hin. Aber hier links komme ich halt nur mit dem Gegner hin. Und deswegen glaube ich mal, dass das hier schon Bonus ist. Geht's mal hier hoch? Ah, genau, da ist eine große Truhe wieder. Okay, ja, es ist auf jeden Fall Bonus. Kommt da wieder... Okay, ja, es kommt wieder der Kistian raus. Alles klar, ich darf wieder was Neues beim Kaufen. Und im Dorf oder unterwegs. Ich habe die besten Angebote. Du wirst nicht glauben, was ich in der Kiste gefunden habe. Ja, doch, ich will es auf jeden Fall sehen. Was hast du denn gefunden? Ausblender-Medaillon.
entrinne allen Gefahren, aber nur kurz. Aha. Was heißt das jetzt? Keine Ahnung. Aber ich kauf's mal, würde ich auf jeden Fall sagen. Oder kaufe ich's? Ich kauf's. Ja. Wir haben eh genügend Gold, also passt schon. Zwei Ausbildermedaillon, halte nach oben Y. Entrinne allen Gefahren, aber nur kurz. Selbst auf Dornen kannst du laufen. Aha, auf Dornen kann ich damit sogar laufen. Okay, also es ist quasi wie eine Art Stern auch. Also so ähnlich wie auf der eine Trank, wo ich auch unbesiegbar werde. Vielleicht werde ich da auch für 10 Sekunden oder so unbesiegbar. Wie viel braucht denn das? Es braucht 8. Magie wird mir auf dem Gamepad angezeigt. Naja, ihr nervt. Wird mir auf dem Gamepad angezeigt. Okay. Das will ich dann auf jeden Fall auch mal einsetzen. Ich kann es mal jetzt kurz gleich im Kampf gegen... Ich hätte es gegen die Frösche wahrscheinlich schon einsetzen sollen. Ich setze mal kurz zum Kampf gegen die... Oder was finde ich denn hier eigentlich hier drin? Wir können das eigentlich aufmachen hier so. Ja, eine Bombe nur. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich setze mal gleich ein. So. Hui. Okay, ich bin unsichtbar. Okay, aber das ist ja okay, es ist nur ganz, ganz kurz. Das ist ja irgendwie eine oder zwei Sekunden oder sowas. Aber währenddessen kann man wirklich nichts und niemand was anhaben. Selbst Stacheln nicht. Okay, und halt Gegner auch nicht natürlich, logischerweise. Schluchten sind wahrscheinlich immer noch keine so gute Idee, würde ich jetzt mal schätzen. Aber dennoch bin ich damit ganz gut gewappnet gegen viele Gegner, was ja auch ganz schön ist. Oder halt gegen viele Gefahren auf jeden Fall. Okay, ist ganz nützlich. Aber ich rüste erstmal wieder den Feuerball aus. Will ich... ich weiß nicht. Ich zerstöre mal wieder. So, yay, aber viele Sachen kriegt da. Ich glaube, es ist auch so, je weiter man kommt in einem Level, desto mehr geben einem die Checkpoints, oder? Also je später der Checkpoint kommt, desto mehr kriegt man von dem. Ist das so? Da habe ich schon das Gefühl. Und hier brauche ich wieder die Hilfe von so einem Totenschädel, okay. Alles klar, von dem da oben zum Beispiel. Da komme ich aber hier rechts auch noch hin dann gleich. Okay. So, du gehst mal weg erstmal, Kollege. Danke. Okay. Dann gehe ich erstmal hier hin und jongliere dich mal hier rüber. So, jetzt muss ich mich dann gleich da beeilen, auf jeden Fall. Ja, okay. Moment. Ich will es am besten hier so irgendwie machen. Okay, okay. Nur dazwischen drin viel springen, dann kann einem da nicht arg viel passieren. Auch wenn es gefährlich aussieht. Und ein weiteres Musikblatt haben wir damit eingesammelt. Sehr schön. Okay, so und wieder hier rüber. Also wirklich, ich weiß immer noch nicht genau, ob Wasser wirklich tödlich für mich ist. Aber ich würde es mal schon schätzen, weil die Gegner sterben auch, wenn sie das Wasser... Vielleicht ist ja auch kein Wasser, sondern Giftbrühe oder so, keine Ahnung. Aber die Gegner sterben auf jeden Fall auch, wenn sie das da unten berühren. Deswegen denke ich mal, dass es bei mir dann nicht anders sein wird. Wäre komisch, wenn ich da einfach leben würde. Ich denke mal schon, dass ich dann tot bin. Und da rechts oben kann ich übrigens hin. Das kann man ganz knapp erkennen, weil da die Bossanzeige im Weg ist. Aber hier kann man hin und kriegt ein paar weitere Schätze. Und mehr aber auch schon nicht offenbar. Okay. Aber dennoch über weitere Schätze will ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Und warum lebst du wieder? Was fällt dir eigentlich ein, Kollege? Das wollte ich gar nicht mal. Was schon? Okay. Das macht mal ein bisschen nervig, dass... nein, 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 nein. Oh Gott. Ein bisschen... Na, scheiße. Ein bisschen nervig, dass ich manchmal aus Versehen nach oben und B... nicht nach oben und B, nach oben und Y drücke. Und ich dann dadurch halt aus Versehen immer meine ganzen Sachen einsetze, obwohl ich das gar nicht unbedingt will. So, hier kann ich übrigens wieder angeln. Geht es von hier aus auch? Ich hoffe doch mal. So. Okay, klar, auch, ja. Ich dachte jetzt, ich muss von der einen Plattform da aus machen. Das wäre aber sehr schlecht gewesen. Von hier aus ist mir dann doch deutlich lieber. Ja, okay. Heldentat vollbracht. Meisterangel. Okay, cool. Wie oft muss ich denn da verangeln? Das will ich mal kurz nachgucken. Bei den Heldentaten. Das kann jetzt mal kurz... Na, falsch. Das muss ich... B muss ich drücken, genau. Irgendwie komme ich mir auch nicht ganz klar, wann ich B und wann ich Y und wann ich A drücken muss in den Menüs. Aber da ist es gleich, auf der ersten Seite. Angle erfolgreich an 5 funkelnden Angelplätzen. Okay, cool. Also haben wir doch schon ein paar Achievements dann bekommen. Dann eben hier erster Kauf. Haben wir auch schon bekommen. Und dann hier sogar schon 2 schon. Jongleur, beeindrucke Mona mit deinem Können. Und dann Apfisch-Akolyt, entdecke die Geheimnisse des Apfisch-Akkönigs. Und dann noch nur du. Sei am Lagerfeuer vorsichtig und verlasse dich auf deinen gesunden Menschenverstand. Okay, war das das, wo ich dann das Feuer weggemacht habe? Oder wo ich Shield Knight gefangen habe oder wie? Keine Ahnung. Okay, ja, wir fahren wieder fort. Aber dennoch da alle Achievements zu bekommen, wird glaube ich echt noch ziemlich schwierig werden. Ob ich das wirklich hinkriege? Ich bin mal gespannt. Ich hoffe doch. Aber wie gesagt, ich habe mir 100% vorgenommen. Und wenn ich mir etwas vornehme, will ich das dann eigentlich schon auch irgendwie schaffen, ne? Ist klar. So. Ja, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich da durch, dass ich da hindurchfalle, einfach so. Ich dachte, ich müsste da dann so oben drüber mit diesem einen Ding wieder. Ich bin einfach mal nach unten gefallen. Okay, ist auch sehr interessant. So, du darfst wieder einiges an Schaden nehmen, Kollege. Ich will, dass die Dinger verschwinden. Ja, aber ich konnte es noch bekommen, Hilfe. Bin ich gerade ein bisschen eingesperrt hier. Muss ich halt kurz warten, geh mal wieder raus. Okay, so. Dann darfst du wieder zusammenfallen, bitte, Kollege. Ja, sehr schön. Und wieder schön viel Schaden machen und stirb. Yay, und viele Sachen bekomme ich. Vielen Dank, Kollege. Yay. Jetzt habe ich schon wieder über 6000 Gold. Ja, richtig cool. Ich freue mich dann schon wieder, wenn ich dann ein bisschen mehr upgraden darf wieder. Richtig schön. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Jetzt habe ich da vorne, oder oben halt noch 2 so Goldmünzen verpasst, leider. Aber die komme ich jetzt wohl nicht mehr hin, deswegen passt schon. Den Checkpoint zerstöre ich jetzt nicht. Weil den davor habe ich ja erst zerstört. Ja, ich auf gar keinen Fall. Weil hier kommt wieder ein böser, böser Finsternisabschnitt.
Und die sind immer böse. Deswegen, ich will auf jeden Fall den Checkpoint da unbedingt haben. Vor allem, wenn jetzt hier gleich plötzlich Gegner kommen, die ich dann nicht gescheit erkennen kann. Okay, passt immer noch alles? So, ja. Okay. Bisher ist noch alles in Ordnung, aber da vorne habe ich schon Plattformen gesehen. Ja, bewegende Plattformen und Finsternis. Das ist keine allzu coole Kombo. Okay, hier ist so ein Ding. Okay, ich bin, glaube ich, drauf. Ja, bin ich. Das ist aber echt schwierig. So, ich... Nein! Oh Gott, der Sprung war fast ein bisschen knapp. Nicht nur fast ein bisschen, der war extrem knapp. Okay, und diese... Okay, das sind jetzt andere Skelettviecher. Die sterben sofort mit einem einzigen Schlag, offenbar. Interessant. Und da ist ein Geist wieder. Ich lasse erstmal kurz kommen. So. Okay, rüber. Oh Gott. Geh mal hier noch weg, bitte. Okay. Ja, es ist alles sehr hektisch. Sehr, sehr hektisch sogar. Ist echt nicht easy. Also, das ist echt mal total fies. So, nimm das hier. Okay, und nach oben. Ne, oh Gott. Kann ich hier entlang? Sind da Stacheln? Ne, oder? Ne, ich kann entlang. Okay. Puh. Sehr, 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 sehr stressig. So, und das sieht mir doch nach... Okay, Magie und auch Leben. Volle Leben und volle Magie. Das sieht mir jetzt ja nach dem letzten Checkpoint von dem Boss aus. Ich rüste kurz hier meinen Feuerball aus, weil ich den schon immer noch am liebsten mag. Auf jeden Fall, auch wenn natürlich hier die Chaoskugel auch sehr gut ist, weil sie eben Gegner mehrmals treffen kann. Ich finde Feuerball immer noch besser, weil er ein bisschen schneller fliegt, glaube ich, und halt auch zielgerichteter quasi. Und er auch ein bisschen weniger kostet, deswegen mag ich den ein bisschen lieber. So, hallo Spectre Knight. Also, warte mal, ist das nicht sogar der aus jetzt dann dem neuesten Update, wo erst der Trailer dazu erschienen ist, Spectre of Torment, deswegen wahrscheinlich auch der Name. Ich glaube, im nächsten Shovel Knight Update, das kommen wird, kann man dann mit dem Kollegen hier spielen, anstatt Shovel Knight, sondern dann mit dem hier. Ist ganz interessant. Naja, dies ist kein Ort für die Lebenden, Sterblicher. Du wirst gerufen, wenn deine Zeit gekommen ist. Und jedem ist seine Zeit vorbestimmt, wie auch deinem geliebten Shield Knight. Lüge, sowas kaufe ich doch keinem Phantom ab. Allein deine Existenz ist schon eine niederträchtige Täuschung. Die Verzauberin steckt voller Überraschungen. Sie hat mir ein neues Leben geschenkt, damit ich dir deins nehmen kann. Okay, ganz ruhig, du machst mir Angst. Der Sensenmann. Hallöchen, Sensenmann. Okay. Hilfe. Hilfe. Okay, er kann seinen Sense durch die Gegend werfen. Kann ich den einfach so treffen? Kann ich, ja, okay. Na gut. Feuerball. Okay, ich glaube, Feuerball ist ziemlich gut gegen... Ja. Okay. In den Ecken verstecken. Hilfe. Okay. Ja, da muss man erstmal lernen, wie er seinen... Ja, komm, wie will ich denn da ausweichen? Ja, ganz ehrlich. Mann, ey. Muss man erstmal lernen, wie er seine Sense immer wirft. Ja, Feuerbälle sind ja sehr gut, weil er häufig auf Entfernung geht. Ach komm, ey. Weil er häufig auf Entfernung geht. Und da kann ich dann wirklich mit Feuerbällen die wunderbar treffen. Die werde ich wirklich häufig. Na, es holt auch noch Viecher hier bei. Die werde ich wirklich häufig einsetzen, die Feuerbälle. Ah, ich krieg auch Magie von denen wieder. Okay, dann hau ich. Dann hau ich ganz, ganz viel Magie raus. Nein! Lass mich auch von jedem Scheiß jetzt treffen. Der hat es echt drauf. Ja, komm, was will ich denn gegen die Attacke immer machen? Da kann man doch gar nicht ausweichen. Weil er. Ach, scheiße, ey. Gott, ey, der hat's drauf. Der hat's wirklich drauf. Ich bleib jetzt einfach hier stehen, genau. Hier bin ich mich safe. Wenn er immer so wirft. Okay, sehr gut. Ja, schön. Ja, sehr schön. Okay, nochmal. Jetzt macht das dunkel. Jetzt macht das dunkel. Was fällt ihm ein? Warum macht's der dunkel? Nein, Stibitz. Nimm das. Heldentat vollbracht, ich lebe noch. Was heißt, ich lebe noch mit noch einem Lebenspunkt, einen Boss gekillt oder wie? Keine Ahnung. Puh. Das war aber kein einfacher Boss. Weil da muss man erstmal versuchen eben zu lernen, wie er halt seine Sense immer wirft. Aber der hat die teilweise völlig chaotisch auch geworfen. Oh, Schatzruhe, finde ich. Und das war dann nicht einfach, der auszuweichen, muss ich zugeben. Aber die Feuerbälle waren hier wirklich sehr, sehr gut, weil er eben häufig auf Entfernung gegangen ist und ich ihn dann schön halt treffen konnte von der Ferne aus. Das war echt gut. Okay, ich darf Shield mal wieder fangen. Okay. Kriege ich hoffentlich hin. Ich gehe mal in die Mitte am besten einfach. Es kommen Gegner. Das ist ja fies. Oh, ich krieg viele Sachen. Cool. Okay. Ganz, ganz viel. Wow, krieg ich viele Sachen. Okay, ich benutze mal ein bisschen hier auch Magie und sowas. Ja, einfach. Wann kommt ein Schiedner jetzt eigentlich nach unten? Keine Ahnung. Hui, einfach ballern. Überall hin ballern. Ich will die Sachen einsammeln. Okay, jetzt aber Schiedner. Habe ich sie bekommen? Oder ihn? Ich weiß immer noch nicht, ob es jetzt eine Sie oder ein Er ist. Ich glaube schon, oder? Also vielleicht ist es so, dass ich das Gold nur dann bekomme, wenn ich Shield Knight auch auffange oder sowas. Das kann ich mir vielleicht vorstellen. Aber da kann man ja mega viel Gold dann noch sammeln. Cool. Und hier finde ich? Eine Essensmarke. Einfach so. Echt? Okay, das ist ja cool. Ich meine, gut, ich muss auch zugeben, bei der Lebensleiste ist da wirklich noch sehr viel Platz. Das können wir da oben auf dem Bildschirm sehen, dass da ziemlich viel Schwarz da noch ist zwischen meinen Lebensleisten und den Boss-Dingern halt immer. Deswegen, ich werde wahrscheinlich noch einige weitere Lebenspunkte hinzubekommen. Hui, das sieht ja gut aus. Okay.
Alles klar. Das sieht ja sehr interessant aus, da rechts alles. Was ist eigentlich das hier? Oh, jetzt haben wir einen Scrolling-Abschnitt? What? Und dann kann ich jetzt währenddessen einfach Kristalle sammeln. Und darf aber hier nicht runterfallen. Okay. Aber ich muss mit diesen Blubberblasen hantieren. Und das dürfte ich ja eigentlich gebacken kriegen, hoffe ich jetzt mal. Jetzt kommen hier auch hier schon die Bücher vor. Okay, das ist ein komplett neuer Abschnitt sogar so irgendwie. Also vielleicht kennen wir den schon ansonsten aus dem eigentlichen Level. Aber die Bücher sind auf jeden Fall neu und auch andere Elemente sind hier komplett neu. Ich will da nach unten übrigens. Ja, ich will ja ganz unten entlang, weil hier gibt es nämlich den ganz fetten Shit. Sehr cool. Okay, jetzt da oben habe ich den jetzt einen Juwel übrig gelassen. Ja, ich lasse ihn übrig, weil ich komme da nicht mehr rechtzeitig hin. Ich nehme dann lieber hier die anderen Sachen mit, die ich hier noch finden kann. Ja, hier kann man auf jeden Fall ziemlich ordentlich abstauben. Das gefällt mir sehr gut. Und hier da oben will ich auch kaputt machen übrigens. Zack. Und zack. Yay, oh, kann man hier viel sammeln. Alter, jetzt bin ich richtig reich. Heftig. Yay. Das ist echt ein tolles Gefühl, so viel Gold zu sammeln. Können wir es dann gleich wieder schön upgraden. Okay, cool. Ja, machen wir am besten noch gleich, würde ich sagen. Gehen wir erstmal wieder ins Dorf zurück. Können wieder auch, ich kann auch wieder die Musikdinger abgeben und dann kriege ich sogar noch mehr Gold vom Baden. Der freut sich schon wieder. Holla, das ist ja zwei Notenblätter. Vortrefflich. Für jedes bekommst du 500 Gold. Yup. Wundervoll, lass es mal sehen. Oder hast du ja La Danse Macabre oder so. Totes Publikum heute, sage ich. Lektion gelernt, niemals Witze auf dem Friedhof reißen. Niemals. Nie. Jetzt, wo ich dieses Notenblatt habe, kann ich das Lied jederzeit für dich spielen. Einfach fragen. Okay, mach ich mal kurz. Können wir uns auch dann wieder kurz anhören. Das können wir eigentlich immer schnell machen. So, wo sind denn die neuen? Da. Selbst die Toten können in diesem trostlosen Land noch tanzen. Ja, die Musik von gerade eben und dann wahrscheinlich der Boss. Die Erscheinung der Schnitter kommt. Bist du bereit? Okay, lass mal die Musik noch hier laufen. Hört sich ziemlich cool an. Okay, dann will ich mir nochmal upgraden. Und ja, freut sich schon, weil ich eine Essensmarke habe, genau. Eine Essensmarke, yay. Ja, mach mal bitte. Yay, vielen Dank. Und? Yay, weiterer Lebenspunkt. Cool. Hast du auch wieder eine weitere für mich übrigens? Ja, für 6000 diesmal. Das geht das sogar eigentlich auch. Ich kaufe trotzdem erstmal nichts, weil ich noch gucken will, was ich ansonsten noch kaufen kann. Wie sieht's mit Magie aus? Das kostet ja immer ein bisschen weniger. Das kostet 2800. Das ist sehr viel erschwinglicher. Deswegen kaufen wir das eher. Ja. Okay. 60. Kann ich sogar das nächste auch gleich? 3, 4. Das geht eigentlich auch noch, finde ich. Ich lasse aber erstmal. Ich will erstmal gucken, ob die hier unten auch noch irgendwas Neues haben. Also die ja nicht. Oder hat irgendeiner von euch irgendwas Neues? Warte mal, hat die nicht gesagt, wenn ich Spectre Knight besiege, krieg ich was von ihr? Du hast Spectre Knight besiegt. Und jetzt siehst du meinen größten Schatz. Tanzen. Yeah, das war schön. Ah, eine Musikplatte krieg. Cool. Okay, vielen Dank. Hey, du, schau mal, wie ich tanze. Ah, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Sorry. Jetzt irgendwie überspringen? Nee, ne? Nein. Ich drücke alle möglichen Knöpfe. Überspringen geht. Ah, guck mal. Ah, das muss ich gar. Ah, guck mal, wenn ich L und R drücke, dann kann ich zwischen meinen Items hin und her switchen. Ah, das wusste ich nicht. Okay, ich habe jetzt einfach blind alle Knöpfe gedrückt. Und dann habe ich das herausgefunden. Okay, dann war es doch was Gutes, dass ich nochmal angesprochen habe. Yay! Jetzt habe ich das so herausgekriegt. Okay, dann muss ich es nicht auf dem Gamepad machen, sondern ich kann einfach so hin und her switchen. Das ist dann angenehmer sogar. Cool, was war mit dir nochmal? Du hast die, ja genau, die hat mir irgendwas nochmal gesagt. 24 Haufen haben wir umgegraben, 29.970 Gold gesammelt, dreimal im Kampf gefallen, ja. Und 1,40 spielen wir schon. Okay, ja, na gut, ja, okay. Aber ich will kurz zum Kisti angucken, ob der neue Sachen für mich hat und natürlich wieder zwischendrin ein Flachwitz. Schon mal mit der Saftmark geredet, hab versucht, die wegen Infos auszuquetschen. Aber was wirklich Saftiges war nicht dabei. Meine Bemühungen waren saft- und kraftlos. Wow, das waren jetzt drei Witze auf einmal mit Saft oder ausquetschen oder sowas. Ach ja. So. Hey, du hast mir alle Relikte abgekauft. Noch keine Sorge, meinen nächsten Trip plane ich bereits. Okay, ja, momentan keine. Was mal mit dir nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Hallo Fischfreund, dann hoch auf den... Ah genau, bei dem konnte ich das die Tränke kaufen und sowas. Hast du eigentlich neue Sachen vielleicht? Quatsch, ich konnte keine Tränke kaufen bei dem, sondern mir neue Kelche, richtig. Aber das kann eigentlich auch nicht schaden, ich habe genügend Geld. Ich kaufe mal einen zweiten, ja. Yay! Okay, ein Gefäß für das mystische Sekret. Aber woher nehmen? Ja, das weiß ich ja schon.
Hier kann ich auch mal aufmachen. Hui. Wissen ja schon, wo wir das herbekommen. Vom Apfelschkönig halt, da waren wir ja auch schon. Hätte am besten auch wieder auffüllen. Aber erstmal will ich jetzt dann noch hier was machen. Und zwar. Ja, also eigentlich finde ich, dass Magie sogar wichtiger ist als Leben. Weil ich meine, Leben bringen wir halt bei Bosskämpfen vor allem was. Aber in den eigentlichen Leveln gar nicht so viel. Weil da eh runterfallen die größere Gefahr ist. Und deswegen Magie bringen wir da, glaube ich, tatsächlich mehr. Deswegen ich mache halt dann das hier wieder. Ja. So. Okay. Wie viel hat das nochmal gekostet? Zu viel, glaube ich schon, ne? Das war noch 6000 irgendwas, glaube ich. Genau. Also kann ich mir schon gar nicht mehr kaufen. Wie viel kostet das nächste Magie-Upgrade? 4000, das ist viel erschwinglicher. Aber ich lasse es mal, ich lasse es da jetzt mal so, weil nicht, dass ich da jetzt gleich noch für irgendwas total tolles, für ein total tolles Item dann plötzlich mega viel Geld brauche, das ich unbedingt haben will. Deswegen ich lasse mal so. Aber 70 Magie jetzt schon zu haben und immerhin noch 7 Lebenspunkte, das ist, glaube ich, schon nicht ganz verkehrt, würde ich sagen. Okay. Ich switch mal wieder hin und her. Ich nehme mal am besten wieder den Feuerstab hier. Okay. Obwohl ich natürlich wieder ganz kurz, will ich kurz schon machen, zum Abfischteich schon schnell gehen will. Ja, falsch. So. Ich vertrink mich immer die ganze Zeit, weil, ich meine, ich denke immer, dass ich halt auf A bestätigen kann, aber ich kann mal auf B bestätigen. B ist für mich eigentlich immer der Zurückknopf, aber hier irgendwie nicht. Ich meine, ich kann die Steuerung, glaube ich, auch ändern, wenn ich will. Aber, ich meine, in den Leveln passt die schon so. Aber irgendwie das halt hier die Menüs immer auszuwählen, finde ich immer komisch. Aber nur gut. So. Und zwar, ich möchte... Ich habe ja schon einmal hier so ein Sekret der Erneuerung, deswegen hole ich mir da mal eher noch... ja, das finde ich nicht so sinnvoll, weil ich kann damit Schätze absorbieren, und muss sie halt dann nicht wirklich selber einsammeln quasi. Und da kann ich mir dann die eine oder andere Stelle dadurch etwas vereinfachen, wenn an einem ganz schwierigen Ort halt ein Kristall ist oder sowas. Aber da finde ich sogar den sinnvoller, glaube ich. Ich mache halt dann den hier. Ja. Dödödüm. Gehab dich wohl, geschaufelter Ritter. Kehre zurück, so du erneut meiner Hilfe bedarfst. Okay. Kann ich eigentlich hier sterben, frage ich mich gerade. Ich meine, es kann ja eigentlich nichts passieren, oder? Ich teste mal. Hui. Ja, ich sterbe. Was? Du wirst nicht unser Wasser mit deinem dreckigen Leib besudeln. Beim nächsten Mal gibt's keine Gnade. What? Chill doch mal. Okay. Ist jetzt wirklich so, wenn ich jetzt nochmal reingehe, dann macht er irgendwas Böses? Ich würde es fast gerne austesten eigentlich. Ich mach's mal nicht, ihr könnt mal gerne schreiben, was da passiert, wenn ich jetzt nochmal reingehen würde. Aber ich trau's mich gerade nicht. Weil, nicht, dass der mich dann, dass ich dann Game Over bin und nochmal komplett von vorne anfangen muss oder so. Ich riskier's mal nicht. So, was ist das hier? Wald des Ausblendens. Das war kein normales Level, oder? Das ist wieder ein Level. Ah, da spielen wir gegen Plague Knight, ja. Den kenne ich auch schon, den Plague, von Plague of Shadows. Also, ich meine, ich hab's noch nicht gespielt, aber, ne? Da darf man dann eben mit dem spielen, bei dem ersten Update, das halt hier zu schauen, als erschienen ist. Oder extra Inhalt, wie auch immer. Hier ist Treasure Knight, bei Eisenwahl. Hier komme ich nicht weiter. Hier ist wieder so ein Ding. Und hier ist ein weiteres Level, der Mole Knight. Okay, einige weitere Level. Ich will jetzt erstmal wieder das angucken, was das hier ist. Der Wald des Ausblendens. Das scheint so ein extra Level zu sein. Hallo? Dorfbewohner. Hilfe, Dornen! Wenn ich mich nur ausblenden könnte, dann könnte ich rüber und mir Schätze holen. Ja, das kann ich ja. Kann ich dafür jetzt auch den Trank benutzen? Oder soll ich da jetzt das Ausblenden benutzen? Ich benutze nochmal das Ausblenden, wenn ich das schon machen soll. Ich kriege da sogar wieder Magie zurück. Das hier war's. So, und schnell rüber. Okay, aber es hält wirklich nur ganz, ganz kurz. Aber es hat ausgereicht, um uns diesen Schatz hier zu holen. Yay! Okay. Und das war schon alles, oder wie? Ne, es geht noch ein bisschen weiter, okay. Okay, also hier soll ich dann das halt schön austesten, ne? Wie das Ausblenden eben genau funktioniert. Finde ich ganz interessant. Okay, mache ich dann am besten... Ja, ich will erstmal warten, bis der Typ herkommt. Ja, oder ich töte mal am besten schnell. Zack, so. Nochmal, zack, okay. So, dann nochmal ausblenden. Und sofort rüber. Ja, okay, aber es ist wirklich immer ganz, ganz eng. Und das hier. Ja, da finde ich doch bestimmt tolle Sachen drin. Warte mal. Ja, das dachte ich mir schon. Her damit. Und weg hier, okay. Okay, okay, okay. Aber ich kriege hier wirklich genügend... Nein, ich hätte mich ausblenden sollen. Ist schlecht. Ach, jetzt habe ich gerade überhaupt nicht mehr dran gedacht. Erst da, wo es schon zu spät war, ist mir eingefallen, hey, ich habe doch eine tolle Funktion, die ich vielleicht da benutzen könnte. Das Ausblenden nämlich, aber ich habe es verkackt. Naja. Mann, ey. Das ist ganz cool, dass es da offenbar so, wirklich solche Extra-Level gibt, wo man dann eben seine neu erhaltenen Fähigkeiten dann erstmal schön austesten kann. Kann ich das eigentlich auch in der Luft machen? Okay, ja, ich kann es in der Luft auch ansetzen und ich bleib dann auch kurz stehen sogar in der Luft. Das ist auch ganz cool. So, okay. Ich will erstmal wieder die... Obwohl, die sind jetzt nicht mehr da, oder? Genau, sind wieder weg, okay. So, aber gleich werde ich wieder machen, das Ausblenden. So, zack. Yay, ist ja schön. Okay, das ist echt ganz cool. Nein, ich dachte, ich wäre immer noch ausgeblendet. Bin ich schon wieder gut. Mann, ey.
Irgendwie spiele ich echt teilweise ziemlich beschissen, muss ich zugeben. Ach man ey, das ärgert mich. Naja, dann halt nochmal. So. Zack, er ist kurz davor jetzt eingesetzt. Ja, ich lerne dazu. Ja, ja. Das heißt, da oben muss ich mir nicht mehr holen, deswegen mache ich es dann einfach jetzt schnell hier. So, ich muss dann gleich ein zweites Mal einsetzen, weil es nicht ganz ausreichen wird. So, nochmal. Zack. Okay. Na gut, ist doch schon besser. Und jetzt, ich kann übrigens auch das freischlagen. Okay, hier kann ich mal kurz Citrus sein, dann nochmal einsetzen. Und hoch da. Okay. Eieiei. So, und da kriege ich mehr Stuff. Aber kann ich denn auch, das will ich mal kurz jetzt einfach so austesten. Was ist denn, kann ich denn auch, während ich schon ausblendet bin, nochmal ausblenden? Ah, okay, ich kann es nun endlich aufmachen. Okay, alles klar. Dann will ich das da gleich auch einsetzen. So, Moment. So, und nochmal. Okay. Und runter. Sehr gut, alles klar, cool. Also, ich kann dann wirklich, wenn ich genügend Magie habe, dann doch für eine ziemlich lange Zeit sogar ausgeblendet bleiben. Das ist ziemlich nützlich auf jeden Fall. Was seid ihr denn? Ich will eigentlich nicht ausblenden, ich will die eigentlich besiegen, fast die Dinger. Obwohl es schwierig werden könnte. Kann ich die besiegen? Ne. Ich weiß mal doch kurz ausblenden. Kann ich die besiegen? Ich kann sie besiegen, ja. Aber die geben mir fast gar nichts. Das ist interessant. Okay. Ziemlich starke Gegner. Aber ich soll ja hier auch das Ausblenden eigentlich benutzen. Okay, aber bist du auch besiegt? Na gut. Ich würde das Level ganz gerne noch abschließen, weil ich glaube, das ist nicht ein langes Level. Vielleicht ist da schon das Ende sogar. So. Du bist irgendwie ein bisschen im Weg. Ich will erstmal den töten, glaube ich. Zack. Okay, da ist die Kugel jetzt auch ein bisschen abgegangen, aber gut. Okay, so rein da. Und kaputt schlagen. Okay, sehr gut. Und hier schon das Ende, ja. Und wir kriegen hier... Wow, mega viele Sachen und noch weitere Lieder. Cool, oder ein weiteres Lied zumindest. Okay, haben wir jetzt dann das dann auch schön sehen können, wie die Fähigkeit genau funktioniert. Und dieses Item, das ist echt ganz cool. Das wird bestimmt noch häufiger gemacht werden, dass es immer solche Extra-Level gibt, wo man dann eben das schön austesten kann. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich mir erstmal sagen, was hier für diesen Part von Let's Play Shovel Knight. Beim nächsten Mal wird es dann in einem der normalen Level in Anführungszeichen weitergehen. Wir haben ja gerade 3 Level zur Auswahl, oder also eigentlich sogar 4, weil wir könnten ja auch hier Knöchler Steinbruch machen. Aber ich will erstmal wieder ein normales Level in Anführungszeichen beim nächsten Mal machen. Und zwar entweder eben den Eisenwall gegen Treasure Knight, oder auch die verlorene Stadt gegen Mole Knight, oder auch... Explodatorium oder sowas gegen Plague Knight, was mich dann entscheide, wenn wir noch sehen. Aber bei einem von den 3 Leveln wird es dann eben wahrscheinlich beim nächsten Mal weitergehen. Gut, auf jeden Fall würde ich mich da noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!